Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Projekt auf meinem Kanal. Ihr seht schon, da steht ein fettes Holzding. Was ist das? Das ist, wie der Titel schon sagt, die Redstone-Villa, die wir jetzt bauen werden. Und wo baut man eine Villa? Ganz klar am Strand. Ist ja auch eine Strandvilla, steht zumindest im Titel. So, und ich habe schon mal ein bisschen angefangen, die Grundrisse zu ziehen. Und habe eine Zwischendecke eingebaut. Viel habe ich noch nicht gemacht, außer dass ich hier ein I zu der IMS eingebaut habe. Und jenes IMS habe ich hier einfach reingeklont mit den guten alten Structure Blocks und zu meinem eigenen Lager gemacht. Hier sind 10 Plätze, ergo brauchen wir auch 10 Steckplätze am Verteiler. Und das möchte ich in dieser Folge machen. Ich möchte den Verteiler bauen. Genau. Genau das möchte ich machen. Ich zeige, wie man diese Verteiler baut. Und das Ding habe ich offensichtlich vergessen, richtig zu bauen. Aber das ist egal, denn wir brauchen so oder so hier den Trichter. Genau, die Trichter. So rum. Jetzt muss ich nachstellen. Also 3 hoch. 3 hoch. Zack. Und zack. Und hoch. Das darf natürlich nicht hierher. Habe ich da auch nicht. Das muss natürlich ein Block höher. Ganz klar. Die sind auch generell aktuell noch nicht eingerichtet und das werden sie auch nie. So, ich habe die alle noch nicht eingerichtet, weil ich noch nicht weiß, was ich hier einrichten kann bzw. muss. Deshalb habe ich die noch nicht eingerichtet. Aber wie ihr seht, baut man diese Verteiler, die Sendverteiler so rum, etwas. Ich sag mal komisch. Auch wenn es für mich jetzt nicht komisch ist. Powered Rails und normale Rails brauchen wir auch. Und ja, dann würde ich sagen, bauen wir einmal den nächsten Verteiler. So. Die sind alle noch nicht aktiv. Das mache ich jetzt ganz fix, beziehungsweise das möchte ich heute in der heutigen Folge mit euch bauen, zumindest die Verteiler an sich möchte ich mit euch heute bauen. Das heißt, wir müssen hier einen Block Platz lassen, weil diese Technik hier natürlich sonst nicht so funktioniert, wie sie soll. Das heißt, wir werden heute lediglich überwiegend Verteiler bauen. Ganz klar, wir werden heute Verteiler bauen. Zack. Und schon haben wir die nächste Weiche eingebaut. Kondensatoren brauchen wir auch, damit das hier ganz kurz stehen bleibt, damit es nicht zu Crashes kommt. So, ich habe mir das System mal ausgedacht. Das hat ein bisschen eine Ähnlichkeit mit einem anderen von mir gebauten System. Beziehungsweise der Verteiler zumindest. So, dieses Ding brauche ich jetzt und würde ich jetzt ganz gerne haben. So, das ist der Verteiler an sich. Hier haben wir dann die Inputs, würde ich sagen. Und hier sind dann die Outputs. Und jetzt hätte ich ganz gerne, die baue ich alle immer nach dem gleichen Prinzip. Also 3 hoch. Und zack. Und zack, zack. Das heißt. Dass das hier schwachsinnig war, weil
wir hier Trichter brauchen. Und zwar diese Art von Trichtern. So, jetzt können wir das bauen. Was ist das Ding hier für Leute, die sowas von neu sind mit Redstone? Das ist ein, beziehungsweise wird ein Item-Erkennungsmechanismus. Dazu braucht man Repeater, Redstone, Redstone. Wo sind die Comparator? So, die sind wie gesagt alle noch gar nicht eingerichtet. So. Hier ein Block drüber, da ein Block drüber. Redstone, Redstone, Redstone. Und Repeater. Sowie Redstone Fackeln. Halt, Moment mal. Das lockt die. Das ist kein Problem, wenn das hier geht. Wenn das hier durchgeht, das ist kein Problem. Und wir werden jetzt in dieser Folge halt, ich sag mal, überwiegend nur diesen Verteiler bauen und ein bisschen das Haus planen. Denn das habe ich noch nicht so wirklich gemacht. Ich wollte eigentlich das Ganze in diese Richtung hochführen, aber das geht nicht, weil das System da lang operiert. Das ist vom Lager aus so. Und deshalb bauen wir das jetzt eben deshalb müssen wir das leider so bauen, wie ich es hier tue. So ein Verteiler ist, wie ihr seht, nicht wirklich einfach, aber schwer irgendwie auch nicht zu bauen. Man braucht nämlich einen Haufen von diesen Dingern. So. Das muss weg. Das muss hin. Das muss weg. Das baut man immer nach dem gleichen Prinzip, wie ihr vielleicht bemerkt haben solltet. Werdet. Müsstet. So. Nee, war schon richtig. Genau. Nein, bevor wir da weiterbauen können, müssen wir zwangsläufig erstmal hier die Kabel legen. Das machen wir wie folgt. So. Als nächstes kommt das. Das kennt ihr ja jetzt. Wenn euch das zu schnell geht, dann haltet das Video an und baut es einfach nach oder spult einfach zurück oder macht es langsamer. Das entscheidet ihr und kein anderer. So, wir werden allerdings heute nicht viel machen. Wir werden halt nur diese Verteiler erstmal bauen, weil wir erstmal generell eine Grundlage brauchen. Und hier habe ich vergessen, die Schiene zu bauen. So, hier darf erstmal kein Block sein. Nein. Halt, Moment. Moment, da darf keiner sein. Da muss einer sein. Denn das geht hier lang. So. Und natürlich habe ich hier wieder den Redstone-Block vergessen. Zack. Ab hier geht es dann nach oben. Das muss so sein. Da es ansonsten nicht funktionieren würde. Ich weiß, die sind ja alle nicht gepowert, aber das macht aktuell nichts. So, warum Abstand? Ganz einfach, weil wenn ich das hier bauen würde, dann würde das den triggern und das will ich nicht. Das ist auch nicht Sinn und Zweck dieses Apparats, dass er fremd getriggert wird. Nicht zu verwechseln mit einem Bud-Switch, bitte. Denn das ist wieder was anderes. Okay? Okay. Bauen wir hier eine Tür hin. Redstone, Redstone. Und Redstone Fackel. Und weiter geht's. So. Diese Dinger sind, ich sag mal, 1, 2, 3 Blöcke breit. Und dann kommen halt hier diese eine Schiene noch. Und hier ist dann der nächste.
Und der nächste und der nächste und der nächste. So, haben wir das richtig gemacht? Nein, natürlich nicht, denn hier fehlt natürlich noch was. Ist bei den anderen nicht der Fall. 3 hoch, zack, zack. Und schon haben wir den nächsten. Das müssen wir jetzt noch zweimal wiederholen, so wie ich das hier sehe. Moment, habe ich hier zu viele gebaut? Ich muss mal gucken. Wir müssten, ja, wir haben hier 10 Plätze. Ich zähle das jetzt nicht nach, da habe ich jetzt keine Lust zu. Bauen wir einfach, fangen wir einfach an, den nächsten Verteiler zu bauen. Das heißt, ein Block Abstand heißt, hier kommt wieder ein Redstone-Block rein. Ergo kommt hier auch wieder Redstone rein. Und zack. Wo ist der Knopf? Da ist der Knopf. Zack. Und wieder einmal Redstone. Redstone kommt dorthin. Normale Schiene. Falsche Richtung. Böse Schiene. Richtige Richtung. So. Das Ding hier nennt man einen Kondensator. Das kann kurze Zeit ein Signal abspeichern, würde ich mal sagen. Was heißt hier würde ich? Ist so. Zack. Und schon geht's los. So, das heißt, weil es losgeht, brauchen wir jetzt hier diese nein, lass mich fliegen. Zack, zack, zack. Zack. Das. 1, 2, 3, 1 zur Seite. 2, 3, 1 zur Seite. Und dann so. So. Und so. Und welche Richtung muss die Weiche? Die darf. Halt, stopp. Stopp, stopp, stopp. 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 Sind die Weichen denn überhaupt richtig geschaltet? Nein. Doch. Doch, 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 doch. Nein, sind sie nicht. Ist jetzt egal, das kann ich später alles ändern. Erstmal setzen wir das hier ein und bauen das ganze Ding. So. Also, zwei Sack, zack, zack. Zack, 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 zack. Und schon haben wir einen weiteren eingebaut. Fast. So, denn wir brauchen jetzt wieder den guten alten Komparator. So wie sein Freund, das Redstone Verstärker. Den Redstone Verstärker. So. Fackel. Fackel, komm mal her. Brave Fackel. Redstone, komm mal her. Zack, zack, zack. Und die Weiche hat sich richtig gestellt. Denn hier ist der Output. Das heißt, die Weichen hier sind alle falsch gestellt. Warum seid ihr falsch gestellt? Moment, das korrigiere ich jetzt erstmal. Nein, böse Fall. Böse. Das heißt, das und das. Halt, nein, der war richtig. Der war richtig. So. Diese Weiche ist falsch gestellt. Die muss, darf, wird. Böse Weiche. Die muss so stehen. Genau. Das bedeutet, die müssen wieder hin und die müssen weg. Diese Weichen dürfen so stehen nur. So. Und zack. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal, bevor wir weitermachen können, die Weichen korrigieren.
Ja, Ruhe, aus, pfui. Das ist nur mein Computer, der mich daran erinnert, dass wieder eine Viertelstunde vergangen ist, weil ich sonst zu lange zocken würde und dann die Folge zu lange wird und das wollt weder ihr noch ich möchte das. Und deshalb mache ich das. So, wie viele Anschlüsse haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, wir müssen noch genau 2 Anschlüsse bauen. Dann haben wir insgesamt 10. Ergo, diese Dinger müssen wir noch einbauen. Und hier habe ich das Redstone vergessen. So, dieser Verteiler ist auch fertig. Das heißt, der nächste Verteiler kommt. Zack. In diesem Fall operiert das System dann nämlich von hier aus gesehen. So. Knopf, wo bist du? Knopf ist auf der 1 und der Redstone-Block ist ganz hinten. Und zack. Schon haben wir das nächste Teilstück. Hoffentlich passt. Ansonsten muss ich da was ändern. Ja, doch. Doch. Da habe ich noch nichts gebaut. Das mache ich dann gleich. So, hier. Nein, hier kommt Redstone drauf. Hier kommt Redstone drauf. Hier kommt eine Fackel drauf. Na komm. So. Nein. So. Fast. Die sind nämlich standardmäßig offen. Solange hier ein Stromsignal dann läuft, reinläuft, geht das aus und das ebenfalls und das zu. Ich glaube, ihr versteht, wie der Verteiler funktioniert. So. Als nächstes brauchen wir natürlich wieder dieses hässliche Ding. Na komm. Ja, die müssen hier in die Seite gucken und nicht nach unten. Ansonsten kann das Minecraft das später nicht aufnehmen. So. Das System operiert in diese Richtung, ergo muss die Weiche, würde die jetzt, wenn ich da jetzt, okay, die ist jetzt richtig gestellt, die Weiche, das heißt, ich kann das so bauen, und zack, nein, ja. Und zack, zack. Ich denke, ihr wisst jetzt, was kommt. Also was ich hier gerade baue. So. Zack. Nein. Redstone. Komparator. Redstone. Kein Comparator, sondern Verstärker. Also Repeater. Auch hier brauchen wir einen Repeater sowie eins Fackli bzw. Fackel. So, dann haben wir da oben 9. Und ja, hier unten haben wir jetzt, ich muss selber nochmal nachgucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, einen müssen wir noch bauen. So, 2. Moment, stopp. So. Ja.
brauche eine Fläche von dieser hier. Oder? Geht das? Moment. Nein, das geht nicht. Die müssen nämlich dahin. Das heißt, das muss dorthin. Das passt, das passt. Das passt. Wie die Faust aufs Auge. Da kommt der Redstone-Block rein. Da kommt die rein. Und zack. Und zack. Zack, zack, zack. Das ist nämlich der Eingang in das System hier unten mit grün markiert. Falsche Richtung. Die sind alle richtig. Gut. Die dürften auch nicht bei einem Block-Update... Ja, perfekt. Getriggert werden. Hier haben wir Redstone, Redstone, Redstone. Ich denke, ihr wisst langsam, wie man dieses Ding hier baut. So, das System ist natürlich sehr groß und dementsprechend sperrig, aber anders kann man es aktuell nicht bauen. Muss ich auch, muss ich auch nicht, um ehrlich zu sein. So. Das heißt, ich muss eigentlich nur noch den letzten Anschluss hier legen. Und das ist dieser hier. Das heißt, das muss weg. Das muss hin. Und zack. Und schon haben wir den nächsten. Natürlich eins zu hoch. So. Schon haben wir den nächsten Füllmechanismus. Überprüfungsmechanismus. So rum. Ich möchte das jetzt noch schnell fertig bauen. Und dann beende ich auch den Part. Das heißt, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir in der ersten Folge lediglich damit beschäftigt sein werden, dieses Ding zu bauen. Diesen IMS-Verteiler, so heißt das Ding. IMS steht dafür Intelligent Minecart System, also intelligentes Minecart System, denn das sucht anhand von bestimmten Items sich seinen Weg durch das Lager, welches existiert, jedoch existieren noch nicht einsortierbare Items. So, und zack, und schon haben wir den letzten Anschluss eingebaut. Puh, das war jetzt viel Arbeit. Und wir haben jetzt auch fast 24 Minuten hierfür gebraucht. Das hier sind dann die Anschlüsse, um zum Beispiel, ich weiß nicht, die Küche zu beliefern. Das müssen wir dann mal gucken, wo wir was machen. Und hier sind dann die Eingänge, würde ich sagen. Die beleuchten wir nicht, sondern machen einfach das hier. Und hier ist dann der Item-Zerstörungsmechanismus für fehlerhafte Minecarts. So, ja, das müsste theoretisch funktionieren. Was ist hier theoretisch, praktisch auch. Eigentlich wollte ich das Ding hier als Schacht nutzen und hier die Zwischendecke irgendwie, ich weiß nicht, für was anderes verwenden. Zum Beispiel Licht. Aber das müssen wir dann noch schauen. Ja. Genau. Ja. Ja, ja, ja. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Moment. Moment. Ein Minecart fällt hier rein. Fällt hier rein, fällt hier rein, fällt hier rein. Bleibt hier kurz stehen. Fährt dann hier lang, fällt hier rein, fällt da runter, fällt hier rein. Sucht sich die Kiste mit dem entsprechenden Item. Fährt dann wieder hier zum Beispiel die Kiste 1. Ja? Fährt dann hier wieder zurück, hier wieder hin. Und da lang. Hier lang, hier lang, hier hoch, hier durch, bla 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 bla, und nimmt dann vielleicht diesen Weg.
Genau. Ja, Perfekt. Das passt. Und ich würde ganz gerne noch diesen Weg etwas umbauen, bevor ich den ersten Part beende. Das ist auch klar, dass das hier Le Eingang ist from the IMS. Ich weiß, das hört sich doof an. Baue ich aber jetzt extra so ein. So. Und zack. Und zack. Ab hier beginnt dann das ganze Ding. Das ganze gelbe Ding hier ist Verteiler. Das rote Ding ist Output. Das grüne Ding ist Input. Und hier machen wir dicht. Würde ich sagen. Freilufttechnik ist nicht so gut. Genau, hier machen wir dicht, außer hier machen wir. Ah ne, ist schon beleuchtet. Okay, dann kann ich hier auch dicht machen. Beachtet die Structure Blocks einfach nicht. Die sind da extra. Mit denen habe ich hier das Lager nämlich aufgebaut. Ich habe das von woanders in den Structure Block einkopiert und dann, wie nennt man das? Gute Frage. Und dann hier reingeklont sozusagen. Deshalb ist das erstens so abgehackt und zweitens ist hier auch nichts eingerichtet. Ja, machen wir hier zu. So, denn viele Dinge wollte ich mit euch machen. Hier zum Beispiel ist auch noch offen. Das können wir zum Beispiel jetzt auch noch zumachen, bevor Lippert zu Ende ist. Hier, weiß nicht, was ich hier rein mache. Ist eigentlich auch wurscht, denn ich würde ganz gerne erstmal, wie heißt denn das Material? Dieses Zeug heißt, ich weiß, die Folge ist lang. Wie heißt denn das? Gray Terracotta? Light. Das ist doch nicht Light Terracotta. Das ist Light Gray Terracotta. Ah, Light Gray Terracotta. Okay, dann, Fill bitte von hier bis hier mit Light Blue, nein, LIGH. Light Gray Banner, nope. Light Gray Unterstrich Terracotta. Das müsste der Block sein. Perfekt. Und schon haben wir ein abgeschlossenes Lager. Die lasse ich mal da, falls ein Modul putt geht. Ja, schön abgeschlossen. Jetzt haben wir ein schönes abgeschlossenes Lager. Na, schön will ich es jetzt nicht nennen, aber ach, ihr wisst, was ich meine. So. Würde das nicht besser kommen? Naja, das passt nicht. Das sieht hässlich aus. Okay, dann haben wir hier ein kleines abgeschlossenes Lager. Und ja. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich freue mich. Bis zum nächsten Part bzw. Video. Und ciao, Leute.